Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Quincy, 15. November 2019, übersetzt von Martin Gadeau. Das Geduldsspiel des Wartens auf Anzeichen für positive Veränderungen ist bald vorüber, und dies wird sich nach bedeutsamen politischen Veränderungen in den USA abzeichnen. Diese Veränderungen werden unumgänglich sein und in vollständiger Öffentlichkeit geschehen, und sie werden die ersten Schritte zur politischen Freiheit sein. Allzu lange wurden bisher sogenannte Wahlergebnisse von den Illuminaten arrangiert, und es bestand lediglich eine Fehleinschätzung, wenn zum Beispiel Hillary Clinton die erklärte eigentliche Gewinnerin der Wahl zu sein schien, was dann jedoch anders ausging. Da war man recht fahrlässig, und andere nutzten diese Situation aus, was dazu führte, dass Trump ermächtigt wurde und zum Präsidenten gekürt wurde. Seine Amtszeit muss jedoch möglicherweise beendet werden, damit zum ersten Mal ein Termin festgelegt werden kann für jemanden, der sich wirklich für das Wohl der gesamten Menschheit einsetzt. Ihr habt wenig oder gar keine Ahnung, was da hinter den Kulissen vor sich geht. Aber das Ergebnis wird nicht unerwartet kommen, denn im Allgemeinen geht eure stärkste und populärste Partei als Wahlsieger daraus hervor. Eine verlässliche und ehrliche Politik ist sehr wichtig, um sicherzustellen, dass ihr die richtigen Leute mit den geeigneten Talenten, Erfahrungen und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekommt. Es gibt das Stichwort, dass man immer nur das bekommt, was man verdient. Doch da geht es eher darum, was man zu sich zieht. Das gilt überall, und es ist euer Denken, was den wahren Magneten ausmacht. Deshalb haben wir euch schon so oft gesagt, dass ihr auf eure Gedanken achten müsst, wenn ihr Wünsche für ein bestimmtes Ergebnis in eurem Leben formuliert. Und so bitten wir euch erneut darum, alle Zeit positiv zu denken. Das wird euch vielleicht anfangs schwer fallen, aber mit der Zeit und mit entsprechendem Training wird es einfacher werden. Es kann möglicherweise nur darum gehen, die andere Wange hinzuhalten, aber seid vorbereitet und alarmbereit, euch von schwierigen Situationen fernzuhalten. Das steht außer Frage, wenn ihr ohnehin zu zögerlich seid, euch in Streitereien anderer einzumischen, was dann ja eure Eigenschwingung herabsetzen würde. Macht euch bewusst, dass ihr jetzt langsam, aber sicher eure Schwingungen erhöht, und während ihr dies tut, werdet ihr es einfacher finden, eure Empfindungen und Reaktionen unter Kontrolle zu haben. Auch werdet ihr euch innerlich wohlfühlen können und begreifen, wie lähmend es sein kann, wenn ihr die Kontrolle über eure Emotionen verliert. Glaubt es oder nicht, ihr werdet auch eure Lebensspanne beträchtlich verlängern, wenn ihr eure hohe Eigenschwingung alle Zeit aufrechterhaltet. Es wird von euch nicht erwartet, dass ihr persönlich die Welt in Ordnung bringt, aber schon eure Anwesenheit wird einen Unterschied bewirken. Es steht viel auf dem Spiel, während ihr weiter voranschreitet. Und wenn ihr bisher schon so gute Fortschritte gemacht habt, wird das Warten allmählich auch einfacher sein. Gegenwärtig gehen überall auf der Welt viele weitreichende Veränderungen vor sich. Offensichtlich stehen die alten, traditionellen Wege auf dem Prüfstand, und in den meisten Fällen ist es die Bevölkerung, die diese alten Verfahrenswege zur Überprüfung an die Oberfläche gebracht hat. Viel hat sich bereits verändert während der letzten Jahre, und was bisher noch akzeptabel zu sein schien, ist nun nicht mehr geeignet, den Zwecken zu dienen, für die es einst eingeführt worden war. Viele, die über die entsprechende Weitsicht verfügen, wissen, wie die Dinge verbessert werden können, und sie drängen auf Veränderung. Alte Gewohnheiten sterben mühsam,
und einige sind dann auch nicht geneigt, Gewohntes aufzugeben. Wenn jedoch offensichtlich wird, dass neue Ideen und Erfindungen die Lebensqualität steigern werden, werden die Einwände bald verschwinden. Nur wenige mögen gewisse Veränderungen, die sie aus ihrer Komfortzone herausholen, aber wenn sie erst einmal begreifen, dass sie davon sogar profitieren, wird auch dies erreicht werden. Eure traditionelle Denk- und Handlungsweise wird sich rasch ändern, und oft ist es nur die Finanzierung, die den Fortschritt bremst. Die sich daraus ergebende Aufwertung der Menschheit wird die Menschen näher zusammenbringen, und das Resultat wird größere Zusammenarbeit sein, die die Spannungen und das Misstrauen auflöst, die bisher häufig ein Zusammenkommen verhindert hatten. Seid versichert, dass ihr in Zukunft die Vorteile des Wirkens zum Wohle aller Menschen erkennen werdet, anstatt euch als getrennte Einheiten zu betrachten. Es gibt viel Hilfe, die nur darauf wartet, euch gewährt werden zu können. Aber die Welt befindet sich zurzeit in einem allzu großen Umbruch, als dass diese Hilfe bei euch sofort eingeführt werden könnte. Der Denkansatz, jeder für sich, muss sich ändern und wird sich ändern, wenn ihr erkennt, dass ihr durch Zusammenarbeit wesentlich mehr erreichen und zugleich den Lebensstandard verbessern könnt. Ihr alle seid eins, und auch jene mit niederer Eigenschwingung wissen eigentlich, dass dies wahr ist. Dennoch haben sie euch ständig in einem permanenten Zustand von Krieg und Verwirrung gehalten. Die Folge ist, dass ihr ausgebeutet und in Konflikte verwickelt wurdet, die euch um viele, viele Jahre zurückgeworfen haben. Auch finanziell wurde euch Geld weggenommen, das ansonsten eindeutig zur Verbesserung eurer Lebensqualität hätte ausgegeben werden können. Auch das wird sich natürlich ändern, wenn die Kriege zwischen den Ländern beendet sind. Nicht zuletzt geschah das alles auf Kosten von Menschenleben und unter Zerstörung und Vergiftung der Erde. Doch trotz der düsteren Geschichten, die Mutter Erde erzählen kann, gibt es überall Nester aus kleinen Gruppen, die von Menschen mit spirituellen Werten und Verstand gebildet wurden und die ihren eigenen Weg gegangen sind, um zum Frieden auf der Erde beizutragen. Das betrifft natürlich vor allem diejenigen, die eine echte Liebe zu jenen anderen Seelen hegen, die ihren eigenen Lebensplan verfolgen. Diese Gruppen sind die Grundlage für eine große Gemeinschaft, die sich bald zusammenfinden wird, und ja, auch andere Wesen, unabhängig von ihrer Hautfarbe oder Glaubensrichtung einschließen wird, weil sie die Einheit aller Seelen begreift. Macht euch bewusst, dass alle sich auf einer Reise befinden, die vor Jahrtausenden begann und die sehr viele verschiedene Lebenszeiten erlebt hat und deshalb viel weiser ist bezüglich dessen, was dem Wohl der Menschen dienlich ist. Offensichtlich wird eure Erinnerung daran gehemmt, damit eure aktuellen Lebenserfahrungen dadurch nicht behindert werden. Ihr solltet inzwischen allmählich begriffen haben, dass ihr eigentlich viel großartiger seid, als ihr euch vorstellen könnt, und im Zuge eurer Rückkehr in die höheren Reiche wird euch euer wahrer Lebenshintergrund bewusster werden. Ihr sprecht vom Himmel auf Erden. Und das wird Wirklichkeit für euch werden, wenn ihr dorthin zurückkehrt. Dazu müsst ihr allerdings zu einer universellen Liebe für alle Lebensformen bereit sein. Eigentlich gibt es keinen Grund, weshalb ihr nicht erfolgreich sein könntet, vorausgesetzt, ihr habt gelernt, euer Ego unter Kontrolle zu bekommen, für das in der Tat überhaupt keine Notwendigkeit besteht. Beobachtet einmal, wie lange ihr ohne den Einfluss eures Egos auskommt. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach das ist. Menschen haben oft die Neigung, Bemerkungen auf sich zu beziehen, die vermeintlich gegen sie gerichtet sind, und sind dann schnell beleidigt. Ihr seid nicht auf die Erde gekommen, um Taugenichtse zu sein, obwohl einige Seelen wenig oder gar kein Interesse an ihrer eigenen Entwicklung haben.
Auch wenn ihr euch des wahren Zwecks des Lebens nicht bewusst seid, der einem Lebensplan unterliegt, eure Geistführer kennen ihn und setzen ihn für euch um. Wie wir bereits erwähnt hatten, werden für euch Situationen arrangiert, in denen ihr nach eurem Lebensplan leben könnt. Zugleich wird euch jegliche Hilfestellung gegeben, damit ihr erfolgreich sein könnt. Aber natürlich habt ihr auch den freien Willen, einen von euch selbst gewählten Weg zu gehen. Offensichtlich seid ihr aber am besten beraten, jenem Weg zu folgen, den ihr geführt werdet, auch wenn verpasste Gelegenheiten gewiss wiederkommen werden. Schließlich ist das Ziel der Lebenserfahrungen für euch die Weiterentwicklung. Immer mehr Menschen beginnen, zu ihrem spirituellen Selbst zu erwachen, und anstatt nur sich selbst zu dienen, spüren sie den Drang oder Ansporn, anderen zu helfen. Und es besteht kein Zweifel, dass sich die wünschenswerten Veränderungen durchzusetzen beginnen. Ich hinterlasse euch nun wieder meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst, in Liebe und Licht, Mike Quincy. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.